Ja, vielen Dank, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Mein Name ist André Junco, ich bin Bundestagsabgeordneter und jetzt für Bündnis Sahra Wagenknecht, vorher für die Linke. Ich habe im Februar 2020, vor genau 4 Jahren, etwas mehr als 4 Jahren, habe ich Jorge Glas im Gefängnis besucht in Ecuador. Und das war kurz bevor Corona kam. Und ich bin gerade noch so zurückgekommen und dann konnte ich das gar nicht mehr kommunizieren, weil nur noch Corona ein Thema war. Mein Eindruck war dort, dass dieser Prozess gegen ihn wegen Korruption, dass er ein politischer Prozess ist. Und deswegen habe ich mich seitdem auch immer für die Freilassung von Jorge Glas eingesetzt. Was sehr wenig bekannt ist, ihr wisst das wahrscheinlich alle, aber in der Öffentlichkeit ganz wenig bekannt, ist, dass Jorge Glas auch einen deutschen Pass hat. Weil er ja aus einer Familie kommt, die in den 30er Jahren vor den Nazis geflohen sind, also aus einer in Deutschland lebenden Familie und den Pass mal wieder verlängert hat. Und ich habe auch damals schon und werde das jetzt auch weiter tun, mich an das Auswärtige Amt und auch an den deutschen Botschafter gewandt und dafür eingesetzt, dass er mehr unterstützt wird von der deutschen Botschaft, weil er ja, gut, seine Hauptstaatsbürgerschaft ist ecuadorianisch, aber wenn man einen Doppelpass hat, dann steht auch Deutschland ein Stück weit in der Pflicht. Und mein Eindruck war nicht sehr positiv, um das mal so diplomatisch zu formulieren. Was aber jetzt passiert ist, vorgestern, ist wirklich fast präzedenzlos. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil ich für die Freiheit von Jorge Glas mich einsetze, aber ich bin auch hier, weil ich will, dass Botschaften respektiert werden, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen wird. Und das ist ein Präzedenzfall, dass Regierungen in Botschaftsgelände eindringen, Diplomaten, den Amtsträger dort zu Boden werfen und aus dem Botschaftsgelände heraus jemanden entführen. Das darf nicht sein in dieser Welt. Wenn das Schule macht, dann haben wir wirklich nur noch wilden Westen in der internationalen Politik. Und deswegen sage ich, dieser Vorgang ist nicht nur ein, da geht es nicht nur um Jorge Glas, natürlich sind wir für die Freiheit für ihn, sondern das ist ein Vorgang, der muss unbedingt auf die Tagesordnung im Bundestag, in internationalen Organisationen, weil dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und wir haben sozusagen eine Entwicklung hin, dass überhaupt diplomatische Vertretungen nicht mehr respektiert werden. Die schlimmsten Militärdiktaturen Lateinamerikas, ob in Brasilien, in Argentinien oder Pinochet in Chile, sie haben immer Botschaftsgelände respektiert. Und jetzt diese ecuadorianische Regierung geht über diese rote Linie herüber und das muss internationale Reaktionen hervorrufen. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier bin und warum ich auch jetzt beginnt die Bundestagswoche, wo ich darauf dränge, dass das überall thematisiert wird. Ich finde es gut, dass ihr hier reagiert, eine friedliche Kundgebung stattfindet, aber wir müssen das viel, viel weiter noch tragen, weil das, was Ecuador dort gemacht hat, ist einfach nicht akzeptabel. Und ich finde es auch nicht akzeptabel, dass die meisten europäischen Regierungen schweigen. Genau. Ja, ein EU, die ja sozusagen immer sagt, für regelbasierte Ordnung, ja, für internationales Völkerrecht. Hier geht es um die Wiener Konvention von diplomatischen Beziehungen. Dass hier auch, soweit ich weiß, die Bundesregierung bislang schweigt. Die meisten lateinamerikanischen Staaten haben reagiert, sehr deutlich reagiert. Mexiko hat die Beziehungen abgebrochen zu Ecuador, ich glaube auch Kolumbien.
Nicaragua. Und die meisten haben protestiert, meistens die linke Regierung, aber was ich gehört habe, sogar die rechte Regierung in Argentinien hat protestiert. Und das ist auch richtig so, weil hier geht es nicht um links und rechts, hier geht es um fundamentale Prinzipien von Diplomatie, von Botschaften und so weiter. Und in Europa, meines Wissens, hat Borrell ein Statement gemacht, das war okay, das war ein ziemlich müdes Statement, würde ich sagen. Aber immerhin, das ist gut. Ich glaube, auch Norwegen hat reagiert. Aber vor allen Dingen in Deutschland, er hat einen deutschen Pass, erwarte ich hier ein klare Worte, klare Reaktion, auch ein Einsetzen der Botschaft in Ecuador für Jorge Glas. Und deswegen bin ich hier. Danke für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch eine schöne Kundgebung. Vielen Dank.